Hi Leute, ich wollte noch mal heute ein Video machen über Partnerschaft, Sexualität, Liebe und das Ganze rundherum so. Und ich denke, zum Beispiel was Partnerschaft anbelangt, so, dass man auch, habe ich auch in einem anderen Video schon mal gesagt, dass man eine richtige Partnerschaft, eine richtige Beziehung erst eingehen kann, wenn man alleine sein kann. Und wenn man nicht die Fehler auf den anderen projiziert und nicht erwartet, dass der andere einen komplett macht. Viele sind so auf der Suche nach einer Beziehung und ich denke, erst wenn diese Suche nach einer Beziehung wirklich aufhört und man sich selbst gefunden hat und man eine gewisse Zeit mit sich allein verbracht hat, wo man gelernt hat, Dinge selbst zu verarbeiten, anzunehmen und man nicht erwartet, dass der andere einen glücklich macht. Ich habe früher so von einer Beziehung mir erhofft immer, dass der andere mich irgendwie glücklich macht oder er könnte sich dann noch so in die Richtung verändern und so. Und ich denke, es ist halt sowas, wenn schon, man sollte denjenigen mit seinen guten Seiten und schlechten Seiten lieben. So. Und das ist, denke ich, wahre Liebe. So. Wenn man die Dinge so lieben kann, wie sie sind und nichts verändern möchte an der Person, aber sie trotzdem immer unterstützt, dass er auf ihrem Weg weiterkommen kann, aber auch loslassen kann, wenn man merkt, dass für die andere Person sinnvoller wäre, auch ohne einen mal eine Zeit lang zu sein oder auch das ganze Leben. So. Dass man auch dann noch so denjenigen unterstützt. Und es tut dann auch nicht weh, das Loslassen von demjenigen entfernt zu sein, sondern es ist, denke ich, so, man weiß, was das Richtige für denjenigen dann in dem Moment ist und man fühlt einfach mit ihm so. Und so die Frage, warum liebst du mich? Warum liebst du deinen Partner? Und wenn du jetzt schon anfängst, vielleicht so dir die Frage selbst zu beantworten. Auf die Frage soll es keine Antwort geben. Wenn man jemanden liebt, dann liebt man denjenigen. Nicht, weil er so ist oder so, sondern weil man liebt, weil da einfach eine Verbindung da ist, weil man es fühlt. Und ich denke halt, ja, das dann nicht mehr, da muss man nichts mehr antworten. So. Nicht, weil er das und das macht. Und weil das so ist, nee, das ist einfach so. Und ja, das ist, denke ich, das, wo man sich hinentwickeln sollte und dann kann man, denke ich, auch eine gesunde Partnerschaft eingehen. Und wenn ein was an dem anderen stört, dann ist es ja immer auch mein Problem. Ich kann ja nur stören, ja, mich stört ja nur das, was, wo ich ein Problem mit habe. Der andere spiegelt mir das ja nur wieder. Und wenn ich dann anfange, denjenigen verändern zu wollen, nee, ich muss mich verändern und schauen, so was steckt denn da dahinter? Warum kann ich das nicht haben, wenn mein Partner unordentlich ist? Warum kann ich es nicht haben, wenn mein Partner dies oder jenes macht? Warum kann ich nicht so sein lassen? Was stört mich daran? Es ist ja mein Thema, wenn mich was an meinem Partner stört. So Sexualität allgemein jetzt so. Weil ich hatte auch mal ein Video mit Silke und Marielle drüber gemacht. Zur Sexualität.
Und ich denke, da ist vielleicht vieles so ein bisschen extrem rübergekommen. Und gerade weil Silke da noch so Textstellen vorgelesen hat. Und ich wollte hier nochmal in dem Video sagen, dass ich denke, Sexualität ist nichts Schlechtes und es ist was Gutes, was man auch ja, erfüllt haben kann. Und ja, warum soll Gott was sich so gut anfühlen lassen, wenn es so schlecht ist? Und ja, ich denke, Sexualität sollte aber wieder mehr mit einer Verbindung stattfinden. Und ich denke schon allgemein, dass eine Art Übersexualisierung, beziehungsweise die Sexualität ist halt so einerseits mit diesen Tabus belegt in der Gesellschaft. Und dadurch entstehen ja erstmal solche Gedanken, dass man das, was schlecht ist, dran. Und dadurch kommen ganz andere, wie soll man es beschreiben, so ganz andere Sachen rücken in den Vordergrund bei der Sexualität. So, die Gesellschaft wird einem ja viel signalisiert, so, hey, du musst irgendwie jeden Tag können, so und. Ja, und dann, was ist normal und so oft musst du Sex haben und ja, halt alles nur auf Orgasmus ausgerichtet und ja, dass man halt, ne, egal was so, es ist einfach nur auf dieses Befriedigen aus und nicht mehr auf dieses, mit was ist es überhaupt verbunden und ich denke immer, Sexualität ist einfach auch mit Liebe verbunden so und früher. War es bei mir zum Beispiel so, dass Sexualität mehr so eine Kompensation war und so ein Ventil. Und das hat sich dann auch so hochgesteigert, dass ich so oft wollte und ständig. Und das halt einfach, es ist dann wie eine, wie soll man es beschreiben? Es ist nicht ähnlich wie eine Droge, es ist halt einfach eine Kompensation. Manche schauen Fernsehen, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen, mit ihren Problemen zu konfrontieren. Andere holen sich das gute Gefühl und befriedigen sich sexuell so. Und es ist nur eine Kompensation und man soll, denke ich, schauen, so was dahinter steckt. So, warum hat man dieses starke Verlangen und warum, ja, bei mir war zum Beispiel da gar keine Verbindung mehr zu Liebe so da. Also es war wirklich, ich meine, wie es bei den meisten Männern so, normalen Männern, sag ich jetzt mal, normal Köstlern, jetzt nicht nur aufs Essen bezogen, aber auch normal Denkende halt. Und so in den normalen Gesellschaftsstrukturen, Leute, die da eben so drin sind, da ist es wirklich bei den meisten Männern und auch bei Frauen so, dass Sex einfach nur noch ja, ein Verlangen ist, wo nicht mehr mit Liebe unbedingt verbunden ist. Und für die Männer noch mehr, dass man einfach Sex ohne Liebe hat. Und früher war es für mich auch so, dass ich sagen können, so, ey, wenn da jetzt eine hübsche Frau da steht, so, dann würde ich mit ihr in die Kiste steigen, auch wenn ich so gar keine Verbindung mit ihr habe oder dass sonst nichts ist, weil es nur diese sexuelle Ebene war. Aber ich denke, das gehört eigentlich zusammen und heutzutage könnte ich es mir nicht mehr vorstellen, mit jemandem im Team zu werden, wenn ich nicht auch den Menschen an sich wertschätzen würde irgendwie und da eine Verbindung spüren würde. Ja. Und ich denke, allgemein wird es auch, also das sagen auch, ich weiß nicht, Rokos Power hat mal ein Video drüber gemacht, das habe ich neulich mal angeschaut, dass einfach bei Rokos oder wenn man allgemein einfach den Körper reinigt, dass nicht mehr dieses krasse, ich sag jetzt mal, ja, dieses krasse instinktive Sexualverhalten, wo nicht nur auf, wo eben nur auf Orgasmus und Sex aus ist und nicht mehr mit diesem Fühlen und mit dieser Intimität verbunden ist.
Und es wird einfach dann, wenn man sich den Körper reinigt, einmal wird es meistens weniger und es ist nicht mehr so ein triebhaftes Verlangen, sondern man kann, ja, wenn es halt so ist, wenn man was fühlt, dann, ja, dann kommt halt was zustande, aber es ist nicht mehr so oft normalerweise, es ist nicht mehr so zwanghaft. Bei mir war es früher eben so, dass es einfach ein zwanghaftes Verlangen war, Sexualität, dass es nichts mit jetzt so, hey, ich möchte mich irgendwie vereinen mit meinem Partner und irgendwie dann ein, wie soll man es ausdrücken, halt irgendwie was spüren und was fühlen und wahrnehmen und eine ganz andere Tiefe so in der Sexualität erlangen, sondern es war einfach nur so ein oberflächliches, ey, jetzt hat man Bock und dann befriedigen und oh, jetzt ist wieder gut, so wie, ja, den nächsten Schuss setzen, so. Es war einfach nur Kompensation und auch wenn man dann irgendwie Stress hatte, dann wollte ich mehr und da habe damit kompensiert und dann fühlt man sich wieder gut und ja. Und ich denke, das geht zu einer immer eine natürlichere Sexualität, ist einfach dieses, dass es immer mehr dazu hingeht, dass man mehr eine Verbindung spürt und nicht mehr so diese nur auf Befriedigung aus ist, sondern seinen Partner zu fühlen und zu spüren, was da irgendwie dahinter ist und irgendwie eine Verbindung, ja, zu haben, bekommen. Und auszuweiten. Genau. Das war so ein bisschen noch zu Partnerschaft, Sexualität, so ein paar Gedanken von mir einfach. Ansonsten, Leute, macht's gut und vielleicht schaut ihr mal, wie sich das bei euch entwickelt. Oder schreibt mal eure Meinung unter das Video, so was, wie sich bei euch zum Beispiel die Sexualität verändert hat, seit ihr euch mehr mit ganzheitlichen Themen befasst, so mehr am Aufwachen seid, sage ich jetzt mal, beziehungsweise euch gesünder auch ernährt, wie sich's da verändert hat. Genau. Oder was so eure Hauptmotivation dazu ist, auch. Ja, bei Sexualität eben und auch Partnerschaft. Dann macht's gut, Leute. Ciao.